Willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails auf Level 1 mit Angel Girl, diesmal auch beim Moorland-Championat, in der Hoffnung, dass ich das Ganze hier ein bisschen besser zeigen kann. Ich bin wieder unterwegs mit den Werten 44 auf Reiten, 24 auf Pflege, 40 auf Befehl sowie 26 auf Springen. Und Angel Girl ist unterwegs mit Stärke 11, 6 Disziplin, 11 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer und 8 Agilität. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, wie es jetzt hier läuft mit ihr auf Level 1. Rose hat sich ja schon ganz gut bewiesen beim New Hillcrest Championat. Mal gucken, wie es hier jetzt läuft. So, auf geht es. Da tippe ich noch im Chat rum. Das ist direkt schon mal der erste Fail. Weil ich eigentlich noch viel Glück wünschen wollte. Aber das hat nicht mehr ganz geklappt. Hä? Ist da der Zaun weg? Was zur Hölle? Ich sehe keine Bäume. Was ist mit dem Championat passiert? Ach ja, schön. Und mal wieder eine unsichtbare Wand. Leute, es ist mir auch scheißegal, ob das Pferd da jetzt irgendwie, weil es irgendwo ein bisschen weiter runterspringt, im Boden stecken bleibt. Es ist Fakt, dass das früher nicht war. Und das fuckt mich einfach nur noch ab, auf gut Deutsch gesagt. Es nervt mich einfach nur noch tierisch. Es ist einfach nur noch mega nervig. Und ich werde jetzt auch zusehen, dass ich noch zwei weitere Chumbies mit ihr auf Level 1 reite, weil ich das jetzt auch nicht wirklich werten kann. Weil es wieder an der Stelle war, wo es früher nie gewesen ist. Ich will es jetzt aber trotzdem hochladen. Auch das hier, das hat früher funktioniert. Das hat früher funktioniert. Ihr könnt euch gerne die ganzen alten Chumpy-Videos anschauen. Ihr könnt euch Chumpy-Videos von anderen anschauen, die Abkürzungen zeigen. Das hat immer funktioniert. Und Star Stable hat ja angeblich wohl gesagt, dass das so gewollt ist und dass das hier dann eben stecken bleibt oder hängen bleibt, wenn man so gewagte Sprünge macht. Das ist schön, dann hätten sie es aber mal irgendwo ankündigen müssen, weil so wirkt es auf mich, dass sie einfach da irgendwas versaut haben und sie haben keinen Bock und sind zu faul, das wieder richtig zu stellen. Das regt mich einfach nur noch auf. Wenn man die Stellen kennt, dann kann man sich danach entsprechend richten. Kennt man sie nicht, dann ist man im Arsch für das entsprechende Championat. Tut mir leid, dass ich mich jetzt gerade so deftig ausdrücke, aber guck mal, hier schreibt auch einfach, warum ist mein Pferd nicht gesprungen? Es ist einfach so. Die Rennen in Star Stable, die Championate, sind einfach immer schwieriger, ich meine, es ist ja nicht schlimm, wenn ein Championat schwierig ist. Aber es kotzt mich einfach richtig hart an. Wenn man permanent an irgendwelchen Stellen hängen bleibt, wo man früher nie hängen geblieben ist, obwohl man haargenau so geritten ist, wie man das früher gemacht hat. Also das ist einfach ein Punkt. Und dann noch zu sagen, ja, das ist jetzt so gewollt, dass das so ist, ja, dann hätten sie mal einen Piep dazu sagen sollen. Weil so wirkt es, wie gesagt, auf mich, dass sie es eigentlich gar nicht wollten, dass es halt so passiert ist, aber sie haben keinen Bock, es richtig zu stellen und wieder so zu machen wie früher. Wer A sagt, muss auch B sagen, entweder oder. Trotzdem sage ich jetzt auch noch eben, wer dabei gewesen ist. Und zwar waren das die Ingeborg Sword Knight, die Josephine Longstone, die Therese Sleepyberg, die Christine Frogberg war dabei, Alia Slowhaven, Lucy Green Sister, auf Platz 8 reihe ich mich jetzt ein, auf Platz 7 Joanna Spiderlord, dann Eva Seawater, Lily Fishfall, Violet Goldrider und ganz besonders herzliche Glückwünsche an Platz 3 Linnea Puppy Road, auf Platz 2 Petra Sweetnose und auf Platz 1 die Stella Mighty Water. Wie gesagt, ich werde noch zwei weitere Championate mit Angel Girl auf Level 1 reiten. Weil das konnte ich jetzt nur auch wieder nicht wirklich nehmen. Ich habe keine Ahnung, warum das Championat auf einmal völlig anders aussieht. Also die ganze Umgebung, das hat mich irgendwie schon mal verwirrt, weil auf einmal keine Bäume mehr da waren. Dann diese dämlichen Stellen, wo das Pferd anhält, wo es früher nie der Fall gewesen ist. Tatsächlich nerven mich mittlerweile die Championate richtig. Weil es halt einfach irgendwo, es ist auch hier oben zwischen Molland und Vorpinter, wenn man darüber reitet, bin ich jetzt einfach, ich bin überhaupt nicht gesprungen. Es war eine ebene Fläche und ich knall irgendwo gegen eine Wand. Und das finde ich halt einfach nur kacke. Und da kann sich Star Stable auch nicht rausreden. Ich weiß, ich kann auch nicht programmieren, aber ich finde, wenn man darauf hingewiesen wird, und Star Stable wurde darauf hingewiesen, dass man sich der Sache dann auch annehmen sollte und das nicht einfach abweisen sollte und einfach dazu auch steht. Fehler können passieren, das ist es nicht. Die Sache ist, wie man damit umgeht. Also dann,
Das war's für heute vom Championat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!